1959 wurden im Eingangsportal der Gertrudiskapelle 8 Bildtafeln angebracht, darunter oben rechts auch ein Porträt des letzten Reifenberger Freiherrn Philipp Ludwig von Reifenberg. Ein vom Vorrat im Pfarrarchiv gefundener Brief des Portalstifters Dr. Heinrich Burkhardt zeigte, dass er damals keine Vorlage für ein Bild von Philipp Ludwig von Reifenberg hatte. Die Fotografie eines Gemäldes von Philipp Ludwig, welche er von seinem Freund Graf Heinrich von Bassenheim erhalten hatte, war ihm vor langer Zeit verloren gegangen. Deshalb suchte er nach einer Vorlage, die Philipp Ludwig zumindest halbwegs gerecht werden würde. Er fand eine solche Vorlage schließlich in einer US-Zeitung. Der Artikel in der US-Zeitung handelte von einer anderen, unbekannten Kapelle, zeigte aber irrtümlich die Oberreifenberger Kapelle. Dabei abgebildet war das Bild eines unbekannten Mannes, welches in Kleidung und Stil der verlorenen Fotografie ähnelte. Burkhardt wählte diesen Unbekannten als Vorlage aus. Dieses Foto zeigt zweifelsfrei die Abbildung des Mannes auf den Tafeln der Kapelle. Aber wer ist dieser Mann? Und woher stammt das Gemälde? Das dazugehörige Glasplattennegativ des Fotos gehörte Heinrich von Bassenheim. Es ist eines von nur zwei bassenheimischen Glasplattennegativen aus dem Staatsarchiv Augsburg. Und Dr. Burkhardt besaß einstmals eine Fotografie von Heinrich von Bassenheim mit Philipp Ludwig, die er aber verloren hatte. Ob Burkhardt nach seiner Korrespondenz über das verloren gegangene Bild die Vorlage doch noch fand? Das eine Negativ zeigte das bekannte Gemälde von Kasimir Adolf Waldpott von Bassenheim. Da Heinrich offensichtlich nur zwei Negative besaß, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das andere den echten Philipp Ludwig zeigte. Das Gemälde von Kasimir Adolf hing im Schloss Pyrmont in der Pfalz, einem einstigen Sitz der Bassenheimer Grafen. Es stellte sich heraus, dass dort auch unser Originalgemälde hing. Aber war es Philipp Ludwig? Die Aussage Dr. Burkhardts zu dem Foto von Philipp Ludwig, der Besitz der zwei Negativglasplatten von Heinrich von Bassenheim und beide Gemälde befanden sich im selben Schloss. Es sprach somit viel dafür. Die Sache schien eindeutig. Das Gemälde wurde sicherheitshalber erworben, damit es im Reifenberger Besitz erhalten werden konnte. Aber kurz darauf zeigte sich, dass es nicht Philipp Ludwig sein konnte. Es weist den Dargestellten in einem neuzeitlichen Rückvermerk als Franz Emmerich Wilhelm Waldpott von Bassenheim aus, den Bruder Kasimir Adolfs. Es stellte sich zudem heraus, dass das Porträt spiegelverkehrt auf der Kapelle abgebildet war. Es ist zwar schade, dass es nicht Philipp Ludwig war, dennoch war durch unsere gemeinsame Forschung eine interessante Entdeckung gelungen und das Originalgemälde wurde für Reifenberg sichergestellt.